Hallo und willkommen zurück zu Don't Starve. Uns geht's nicht so gut. Überfall der Hunde, wie man sieht. Ja, wir sind hier irgendwo in der Pampa gelandet. Hoffen, dass wir die Nacht überleben. Das Feuer brennt noch, sehe ich gerade. Oh weh. Wir müssen die Scheiße reinschmeißen, damit wir hier nicht im Dunkeln sitzen. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir es noch ein bisschen länger überleben. Vor allem, da unser Hirnschmalz auch ziemlich am Eimer ist. Das ist alles gerade ganz, 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 ganz böse. Ja, gucken wir einfach mal. Wie entkommen wir dem? Wie kriegen wir Nahrung? Wie kriegen wir den nächsten Tag über? Schaffen wir den nächsten Tag über? Oh, guck mal da. Böse, böse, böse. Brauchen noch irgendwas zum Feuern. Vielleicht. Haben wir noch irgendwas zum Feiern? Nein, wir haben nichts mehr zum Feiern. Oh. Da ist noch ein böses Vieh gekommen. Dann werden wir jetzt mal ganz schnell hier abhauen. Wir müssen mal um Nahrung kümmern. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Und da sieht man mal, was passiert, wenn der Hirnschmalz runtergeht. Haust du ab? Ich muss mich gegen meine eigenen komischen Geister setzen. Tja, das war's. Da haben wir zwei neue Leute freigeschaltet. Mal gucken. Schauen wir uns das doch einfach mal an. Wie jetzt? Hätte ich jetzt Retry machen müssen? Ach, das ist scheiße. Das ist doch Kacke. Grummel. Nun gut. Dann machen wir einfach mal. Ah, okay. Ah, alles klar. So, was haben denn die? Immun gegen Feuer. Und, Starts Fire in the Dark? Okay. Der hört sich. Wolfgang, wir nehmen Wolfgang. Wir spielen jetzt mit Wolfgang. Ja, schauen wir mal, dass wir mal diesmal noch weiterkommen. Als beim letzten Mal. Wäre ja cool. Wolfgang hat mehr Gesundheit und einen höheren Oberkörper. Ja, das wissen wir alles schon. Okay. So, und diesmal wissen wir auch, dass Blumen uns auch helfen. Mann, der hat aber einen großen Kopf. Und da haben wir schon mal das erste Wurmhol. Das ist doch schon mal schön. Da haben wir auch schon die ersten Steine. Das ist auch eine gute Sache. Flint brauchen wir noch. Sind wir denn? Da sind wir. Da ist ein Pilz. Und da ist unser erster Flint. Super. Gut, und wir wissen ja, Nahrung ist ein ganz großes Thema. Also Nahrung kann man nie genug haben. Das habe ich jetzt definitiv gelernt. Da haben wir auch schon mal unseren ersten Busch. Blumen und Zöpplings. Überhaupt und sowieso. Ach ja, so Schmetterling. Ah, ohne Waffe geht's nicht. Okay. Machen wir uns dann mal was. Schon mal eine Axt. Jetzt brauchen wir ja auch. Ah, das ist, ich muss sagen, also jetzt, obwohl ich dreimal schon, also, naja, dreimal, jetzt das dritte Mal jetzt spiele, habe ich immer noch Lust auf das Spiel, obwohl es quasi eigentlich immer wieder dasselbe ist. Man will es halt dann doch irgendwie besser hinkriegen. Länger, vor allen Dingen. So, her damit. Wir wollen Holz. So, mich würde aber trotzdem mal interessieren, warum sind die Hunde eigentlich gekommen? Das habe ich jetzt immer noch nicht so wirklich gerallt. Ich habe ja eigentlich kein wirkliches Anzeichen. Oder? Ihr wisst es wahrscheinlich. Vielleicht wegen den Vögeln? Das wäre jetzt.
Das wäre jetzt so meine Idee. Dass es vielleicht daran lag, dass ich die Vögel die ganze Zeit geschlachtet habe. Schauen wir einfach mal, schauen wir mal. Wenn es jetzt nochmal passiert, sobald ich Vögel schlachte, weiß ich ja Bescheid. Und auf jeden Fall sollte ich mir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Scheiße gleich besorgen. Und die dann auch gleich irgendwie verarbeiten. So, und jetzt bin ich ja auch mal nochmal anderes gespannt. Und zwar auf die Grundidee richtig ist, hinter diesem Schlamm, dass da eher Gold zu finden ist. Bin ich ja mal gespannt. Spann den Flitzebögen. Zack, 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 zack. Ein bisschen was an Nahrung haben wir ja auch schon gesammelt. Ziemlich viel, aber immerhin. So, also, lieber Nahrung. So, jetzt Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Vielleicht gar nicht so sehr erstmal auf Gold und Steine konzentrieren. Da uns das gar nicht so sehr weiterhilft. Ah, gucken wir mal an. Da haben wir noch unser erstes Gold. Reicht eigentlich ein so Goldnugget? Sehr schön. Sehr schön. Ja, guck mal, dann braucht man eigentlich gar nicht so viel Gold, wie ich dann ja mich drauf gestürzt habe. Aber so ein bisschen was natürlich braucht man schon. Und daher ist das ja gut, dass wir jetzt schon eigentlich alles haben, was wir brauchen. So, jetzt bräuchte man eigentlich noch ein schönes Plätzchen, um die Nacht zu überstehen. Am Rand will ich aber nicht. Da ist nochmal Gold. Dann nehmen wir natürlich auch noch mit. Und da ist ein grüner Pilz. Sehr schön. Das ist ein Hirnschmalz. Hirnschmalz ist gut. So, Steine, Steine. Aber noch ein Pilz? Ne. Aber Gold. Gut, das lassen wir jetzt erstmal stehen. Jetzt nochmal Gold, nochmal Gold. Ja, Gold haben wir schon mal genug gefunden. Würde ich nämlich sagen, schlagen wir hier sogar vielleicht das Lager auf. War das eine Maßnahme? Also direkt am Rand. Wormhole war schon geil. Schade, dass hier jetzt natürlich so direkt keins ist. Und dann sollte ich gerne nach dem Norden laufen. Und eine langsame M14 suchen. Wird langsam, hab ich. Machen wir noch einen Bärchen. Nehmen wir dann auch nochmal mit. Zack. Gut. Du. Das ist doch ein. Ey, hau ab. Eine. Ich glaube, hier wird jetzt mein Lager sein. Zack. Und dann essen wir mal ein paar Blümchen. Könnte jetzt irgendwie. Aber sieht gar nichts. Interessant. Oh, gut. Das kann man zu feiern. So, wir haben aber nicht wirklich viel zu tun. Wobei, wir müssen noch kochen. Ah ja, was? Kochen, kochen, kochen. Kochen. Ja, die Samen hätte ich mir eigentlich gleich mal aufbewahren sollen. Na egal. Jetzt ist es auch zu spät.
So. Er macht Gehirnschmerz kaputt, ne? 184. Nö. Okay. Posten von Ge So. Posten von Gesundheit. Aber eben halt Leben. Na gut. Ja. Du sollten wir noch die Nacht eigentlich erstmal überstehen können. Wolfgang, oder? Was sagst du? Jo. Auf jeden Fall, das überleben wir, ne? Finde ich auch. So. Aber noch mal ein bisschen was. Was ist gebrauchen? Muss ja groß und stark bleiben. So. Und da haben wir unseren nächsten Tag. Was nehmen wir denn jetzt als Ziel? Nahrung finden. Das habe ich jetzt immer noch das große Thema. Nahrung, 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 Nahrung. Eigentlich könnten wir jetzt auch. Oder mal. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Machen wir hier. Unsere schöne Lagerstelle. Zack. Unsere Science Machine. Und dann fangen wir nämlich gleich an mit der Schaufel. So, ups. Zack, brauchen wir noch. Gut, zack, brauchen wir noch. Rasen. Das ist okay. Das werden wir in Hand umdrehen haben, da bin ich mir sicher. Das nehmen wir auch noch mit, da ist auch noch ein Bäumchen. Ist hier auch noch mal drin wahrscheinlich. Oh, hier ist so viel Gold. Steine und allen möglichen Ranz. Oh, hier war alles gar nicht. Das brauche ich. Das auch? Das geht auch. Ja, gut, das hilft mir jetzt nicht viel. Ich kann Platz haben. Ja. Ein Platz. Kann ich das nicht? Das kann ich doch. Das kann ich doch, die Ecke. Da war ich doch eben auch schon. Wenn ich jetzt hier südlich laufe, komme ich wieder zu dem Wurmhol. Ja, cool. Oder? Ist es das wirklich? Und wenn ja, dann scheiß auf das Lager da oben. Also genau dasselbe scheint. Nee, ist es nicht. Okay. Alles klar, es ist nicht dasselbe. Nicht das gleiche und nicht dasselbe. Okay. Dann hätte da ja auch der Runtergang zur Büste sein müssen. Nee, ist klar. Das ist nicht das. Das ist was anderes. Eindeutig. Da hat er mir hier einfach mal so einen Samen vor die Nase geschissen. Nee, der war nett von dir. Da haben wir noch Gras. Kann ich das jetzt eigentlich unterwegs bauen? Nee. Nur gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein paar Bäumchen eingesammelt. Jetzt haben wir auch noch zum Essen. An und für sich ist ja alles gut. So, gehen wir mal Richtung Mitte. Ihhh. Jetzt regnet das. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, da haben wir noch ein bisschen Rasen. Ein bisschen Gras. Wo war denn jetzt genau meine Feuerstelle? Ach ja, ich glaube schon. Hehehe. Ja, kann ja nicht scheißen. Das ist ein Kram, den ich da schon gebaut habe. Das geht ja nicht. So, wir holen uns nochmal ein bisschen Holz. Damit wir auch ordentlich feuern können.
Pilz abgreifen. Auch eine tolle Sache. Warte mal. Wenn irgendwas Interessantes ist. Und da muss ich hin. Ob ich Blitz treffen kann? Nicht so nah an den Bäumen ran. Nicht so nah an den Bäumen ran. Wolfgang. Oh, da ist noch ein. Da ist noch ein. Wo ist meine Schaufel? Da. Den nehmen wir natürlich nochmal mit. Und den. Oh, schön, ist auch wieder zu regnen. Super. Den Kram brauchen wir eigentlich alles gar nicht mehr. Also wenn überhaupt dann Nahrung. Oh, guck mal. Was ist denn das? Oh, süß. Sauber. Einfach mal so eine Pampa. Ausgaben? Ja. Not enough muscles. Und noch ein Bauerhaufen. Babusch. So, damit hätten wir ja eigentlich schon mal das Wichtigste wieder. Wenn wir hier nochmal uns um Steine ein bisschen kümmern. Okay, haben wir nicht. Feuer machen. Und die Bären. Wunderbar. So, einen Samen behalte ich mir, zwei gebratene habe ich. Bäume pflanzen. Also Büsche. Das wollte ich noch. Ja, das ist doch schon mal wesentlich angenehmer. Wenn die dann nämlich nachgewachsen sind. Jetzt aber schnell. So. Jetzt brauchen wir mal eine Kiste. Im Rucksack. Ja, da habe ich wieder vergessen, dass der Grasshut ausgewechselt wird. Aber das ist egal. Stört mich jetzt nicht. So, mal ein bisschen sortieren hier den Kram. Oh naja, die hätten wir auch noch mal eben planten können. Jetzt nicht zu weit vom Feuer weg. I cannot do that. Warum? Ja, I can't do that, nein. Oder, I cannot do that, ja. Nein, aufheben. Das haben wir noch ein bisschen, das haben wir noch. Schmalz, ja, komm hier. Wenn du wieder vollen Schmalz hast. Ach, guck mal an. War auch immer nett zu uns. So. Was machen wir denn jetzt mal? Wo war denn das? Holz? Wald? Speer? Das heißt, wenn ich mir jetzt hier kann ich eigentlich Jahre bauen? Oh, okay, wenn ich Shift halte, schließt er mir das nicht gleich. So, Stonewall. Ah, Chemie Engine. Brauche ich noch Bretter für. Bretter. Hey. Machen wir den jetzt einfach wieder zu. Oh, ist ein Schild gebaut.
Okay, ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Ja, mit der Nahrung sieht das momentan noch alles gut aus. Aber ich weiß, dass es gleich schon wieder weggehen wird. Da ich jetzt eigentlich gerade wieder noch keine richtige Einnahmequelle habe, was Nahrung ist. Was machen wir denn da? In näheren Umgebung noch irgendwas unaufgedeckt hier. Schauen wir uns hier einfach nochmal um. Hm. Auf jeden Fall schon mal eine Axt. Und schon mal eben schnell bauen. Da haben wir schon. Wie verfahren wir jetzt das Holz? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack, 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 zack. Hinter dem Baum. Das brauchen wir ja nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Hier waren wir ja schon. Geht's aber noch ein Stückchen hoch. Da wird wohl auch nichts mehr groß sein, ne? Nehmen wir noch diesen schönen Baum mit. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Steine. Würde ich mal so behaupten. Oder? Wenn wir so eine Steinmauer bauen will, würde ich wohl auch noch ein paar Steine brauchen. Da sind alle Steine. So. Steine. Wir brauchen Steine. Das Loop ist, was ich hier betreibe. Na, guck mal. Das wird sich dann schon zeigen. Den konnte ich ja auch mitnehmen. Schade. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. So, Sippen mitnehmen. Den haben wir auch mit. Dann wird es ja schon langsam wieder dunkel. Das ging ja echt extrem schnell. Hier hatten wir schon so ziemlich, also die Richtung. Mal gucken mal an. Da ist noch ein Büschlein. Noch ein Sapling. Alles mitnehmen hier. Ist auch noch einer. 2, 3, 4. Weil ich eigentlich wirklich schon wieder langsam eher ein Hauptaugenmerk auf die Nahrung legen muss. Kannst du mal. Vielleicht wolltest du auch mal aufessen. Hier. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann essen noch mal ein Stück. Nochmal ein Jahr, mein eingerösteten. Ist der Hasen? Ja, mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Genauso wie die kaputten Zepplinge. Brauchen wir noch ein paar von. Was ist das eigentlich? Kriegt man auch noch was? Ach, gut, immer. Dann sind wir auch noch ein Holzlock raus. Geht das denn auch? Haben wir noch ein paar dann ausgeräumt? Ja. Das wäre ja abgeflügt. Na gut. Machen wir uns mal wieder auf Richtung Heimat. Da sind wir auch schon. Dann setzen wir unseren Busch nochmal. Und fangen dann mal an wieder zu feuern. Und dann da haben wir unser Holz. So. Wollen wir den einen Baum da noch mitnehmen. Schnee, Schnee, Schnee. Schnee, Schnee.
So, und ausgraben. So, hatten wir jetzt irgendwo noch Sätze in etwa? Da brauchen wir nämlich noch mehr von. Bäume. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Ui. So, haben wir denn noch Beeren? Schöne Sache. Muss ich mal satt essen. Ja. So. Einmal nochmal kochen. Dann wird uns auch die Nahrung aus. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wir brauchen noch ein paar Bretters. Na gut. Muss da eine Flocke hier für die Nacht reichen. Zum Glück habe ich noch ein paar Supplements und Trinks und so. Bam, 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 bam. Structures. Stonewall brauchen wir einen Alchemie-Tisch. Dafür brauchen wir noch ein Holz. Boah, so ist das. Dafür brauchen wir Holz. Ich traue mich mal hier an den ran. Ganz vorsichtig. Mit der Schaufel noch einen mitnehmen. Zack. Und da haben wir dann auch den nächsten Tag. Machen wir mal hier. Ja, damit sind wir dann auch am Ende. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das heißt, don't starve. Auf bald.